zu einem Thema, was wichtig ist, was ich heute, barakallahu fikum, spüre. Und ich rede wirklich mit verletztem Herzen. Ich rede von einem weinenden Herzen. Wenn ich blicke, was mit unseren Kindern passiert, was mit unseren Frauen passiert, was mit unseren alten Leuten passiert. Blick mal in Richtung Burma. Was man mit unseren Brüdern und Schwestern Rohingya macht. Die dürfen nicht beten. Die dürfen nicht fasten. Die dürfen nicht in ihren Moscheen. Die werden gekesselt von Leuten. Die werden, wal'iyadu billah, getötet. Die Kinder, die Babys werden gebraten. Vor Augen der ganzen Welt. Und keiner macht was. Keiner sagt was. Dieser sogenannte UNO, nicht ein Wort zu diesen Massakern, die wir heute dort erleben. Und übrigens, die Behauptung, weshalb die Leute dort getötet werden, ist die gleiche von überall und dieselbe. Die wären Extremisten, die wären Terroristen. Dann blicke ich so ein bisschen südlich, östlich, westlich. Dann schaue ich Jemen, was dort passiert. Die Muslime auch werden angegriffen, getötet. Dann blicken wir in Richtung Syrien, Palästina oder nach oben Kaschmir oder nach dort Libyen, überall. Wenn die Muslime ihre Rechte verlangen, Mali, wenn die Muslime ihre Rechte verlangen, werden sie sofort begegnen. Es gibt Extremisten, es gibt Terroristen, wir bombardieren das Land. Und am Ende, wer wird getötet von den Leuten? Die Extremisten? Nein. Die Terroristen? Nein. Sondern die ganz normalen Muslime. Und komischerweise, immer, wenn die Muslime ihre Rechte verlangen oder wenn sie etwas Gutes schaffen wollen, dann springt auf einmal eine Gruppe. Springt einmal eine Gruppe. Lange Bärte, wie afghanisch-pakistanische Kleidung, und die schreien Allahu Akbar. Terrorattacken im Westen, im Süden, im Osten. Und dann auf einmal werden die Muslime bombardiert und werden getötet und keiner sagt was. Jeden Tag werden mittlerweile in Syrien zwischen 50 bis 200 Personen getötet. Die Russen und die Assad-Soldaten und die Schia-Gruppierungen aus Irak und Iran und Afghanistan und der Basenj von Iran, die bombardieren und die töten und die schlachten und die vergewaltigen. In Syrien, in Jemen, in Libyen, dort. Keiner sagt was. Aber die Muslime will man zeigen als Gefahr für die ganze Welt, und da kann man mit diesen Leuten machen. Aber für mich ist eine sehr wichtige Frage, barakallahu fikum, vielleicht auch für euch, aber für mich ist das eine sehr wichtige Frage. Warum immer, wenn die Muslime was haben wollen, dann springt eine Gruppe, die angeblich sunnitisch ist, aber ihre Führer sind in Iran, und die werden bombardiert als Terroristen, und die sind die einzigen Terroristen, und die anderen, die sind Friedensmenschen. Ich meine, macht euch keine Gedanken. Und komischerweise sehen wir, dass Jugendliche, dass sie das Gefühl haben, die sind angezogen von diesen Gruppierungen. Und wenn man diese Gruppierungen betrachtet, dann findet man, dass diese Leute die Muslime vom Islam ausschließen, die Muslime schlachten, die Muslime töten. Wenn du Daesh kritisierst oder Abu Bakr al-Baghdadi kritisierst, dann bist du auf einmal Murtad. Kein Muslim mehr. Und wenn die dich fassen, dann werden sie dich schlachten. Und die haben Listen jetzt. Den müssen wir töten, den müssen wir töten. Und komischerweise auch die Leute, die diese Attentate, sage ich jetzt, durchführen, meistens
waren sie in Kontakt mit Geheimdienst und mit Armeen und Polizeien von allen anderen Ländern. Ist das nicht komisch? Eine Frage. Jeder sollte versuchen, diese Frage zu beantworten. Wallahu ta'ala ala wa ala.